Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Retro Lifestyle und heute geht es um Tanz der Teufel. Und natürlich hat den jeder schick zu Hause stehen heute in der absoluten Nonplusultra-Fassung. Ich unter anderem auch hier im schönen Mediabook, ja. Aber wir kehren zurück zur guten alten VHS-Zeit. Und mein Erzeuger hatte damals ganz viele dieser Filme. Ja. Kennt ihr noch damals immer alles schön kopiert und dann in so einer schönen Box reingepackt. Und wir hatten damals als Kinder, wenn die Eltern aber aus dem Haus waren, einfach mal irgendeine Zahl gegriffen und haben dann gesagt, den Film, der da drin ist, den gucken wir heute. Und hier war es. Tanz der Teufel. Und genauso in dieser Fassung werden wir uns ihn heute reinziehen. Der Ton ist nicht perfekt. Das Bild ist nicht perfekt. Wir haben kein schönes Anamorph-Bild. Aber was wir haben, ist pure Nostalgie. Und ich glaube, so wurde das im Internet noch nicht gezeigt. Die VHS-Fassung von Tanz der Teufel 1981 ist das Geburtsjahr dieses Films von Sam Raimi in der Hauptrolle Bruce Campbell. Und ihr wisst selber, der Film war auch sehr lange beschlagnahmt, ab 1984 und das nicht ohne Grund. Ganz witzig auch, der Film kam gleichzeitig sowohl auf VHS und Kino raus, zur selben Zeit. Weil damals die Leute noch dachten, oder besser Sam Raimi dachte, es gibt ein verschiedenes Publikum. Das Kinopublikum ist nicht dasselbe Publikum wie das VHS-Publikum. Und deswegen beides gleichzeitig rausgeballert und doppelt abkassiert. Dass dieser Film jetzt so lange beschlagnahmt war bis 2016, hätte keiner gedacht. Heute, leider, kriegt man den schon ab FSK 16 in jedem Kaufhaus. Was so ein bisschen den Zauber des Films nimmt. Aber ich will euch jetzt wieder zurückholen zu der Magie und das hier auf VHS. Genau das meine ich. Es wirkt ultra böse, ja, so. Ich kann es einfach gar nicht beschreiben. Das löst bei mir auch wirklich Gänsehaut aus. Na, also so, das ist für mich wirklich, so habe ich früher, das müsste ungefähr 1991, 1992 gewesen sein, wo ich den Film so das erste Mal gesehen habe. Quasi 10 Jahre nach Release. Ich fand das früher so unheimlich, ne? Weil ich einfach mir überhaupt nicht denken konnte, was ist es, was da jetzt gerade verfolgt. Wow. Ja, krass. Einfach außer Kontrolle das Lenkrad. Ist nicht meine Schuld, tut mir leid. Die verdammte Lenkung hat versagt. Spätestens da wäre ich schon umgedreht. Dass das schon irgendwas paranormal ist. Das Einzige, was funktioniert am Wagen, ist die Hupe. Idioten, ich hab nicht wegen euch gehupt. Auch so ein geiler Gag. Da vorne müssen wir rechts abbiegen. Einsturzgefährdete Brücke, betreten auf eigenes Risiko. Zweiter Punkt, warum ich da vielleicht jetzt schon umdrehen würde. Keine Panik, Leute. Die Brücke ist stabil wie ein Felsen. Ja, die ist stabil wie ein Felsen. Auch ein kleiner Insider. Dieses Auto, was hier Sam Raimi benutzt, ist ein Klassiker, den er auch immer wieder gerne mal verwendet hat. Was ich damals auch, als ich... ich sag mal, Kind, Jugendlich war, so heftig fand in diesem Film, ist, man wird einfach so reingeschmissen. Man weiß eigentlich gar nichts. Fand ich sau unheimlich als Kind. War spooky, auf einmal hört das Ding auf. Es müsste einer von diesen Schlüsseln sein. Ja, schön. Wie gesagt. Dritter Grund, warum ich die Biege gemacht hätte. Ich habe den damals auch mit mehreren Leuten geguckt und ich weiß noch, einer von uns
hat damals den Gitterblick erfunden, so für sich, und hat dann gesagt, so ist das erträglicher zu gucken. Gitterblick, aber ja, diese Uhr, ne? Ja, die Sonne hätte hier niemals untergehen dürfen. Vierter Grund, abzuhauen. So spooky mit der Stimme draußen. Ah, fand ich das schlimm, wie plötzlich irgendetwas die Macht über ihre Hand nimmt. Jetzt natürlich weiß man, ja, Book of the Dead, also das Buch der Toten, sollte ursprünglich auch der Titel heißen. Des Films, aber sie haben sich dann doch entschieden, Evil Dead rauszumachen. Oh, diese scheiß Kerl-Look und diese schöne italienische Einstellung, so aus den alten Italo-Filmen. Ganz dicht die Augen, Argento-mäßig. Liebe das. Das Glas erheben. Gute Idee. Für uns war das damals als Kinder gar nicht möglich, den in einem Stück durchzugucken. Genau genommen. Bekommst. Wohl bekommst. Also spülen wir es runter. Damals auch eine Serie. Oh, creepy, fünfter Grund. Abhauen. Warum geht die Kellertür einfach auf? Wahrscheinlich ist es sowieso bloß ein Tier. Klar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tier so eine Luke... Absolut. Bin gleich wieder da. Sehr böse. Linda, gib mir eine Taschenlampe. Nein. Niemals wäre ich darunter. Kellerluke zu, Kette drumherum, Schloss ran. Egal, Scotty hat selber Schuld, wenn er nicht hochkommt. Bleibst du halt da unten für den Rest der Ferien. Wir bleiben oben. Boah, dieser Spannungsaufbau ist so eklig, gruselig. Der Spannungsbogen wird so gespannt. Und jetzt hört man, wie laut. Gar nicht. Und man hat damals gedacht, weil das sich so hochzog, jetzt knallt das richtig und der Ton wurde immer lauter. Und ja, mach mal leiser. Freunde haben schon mal gesagt, mach mal leiser. Nur weil der Ton so geht. Nein, das lag an der kopierten Fassung, weil ja, das Tracking oder besser gesagt die Soundbar ging so nach oben. Ihr hört das hier? Und diesen Unterton hast du ja gar nicht auf Blu-ray oder auf 4K. Auch natürlich, da kommen wir nachher noch zu. So ein Arschloch. Wow. Schon mal nice to have. So gerade in dieser Hütte. Funktioniert? Warum sollte es auch nicht? Ja, Mann! Sieh dir das an. Da haben wir es. Solche Bücher lässt du lieber im Keller. Sieht auch übel aus. Sieht aus wie deine frühere Freundin. Den fand ich damals als Kind schon witzig. Den Gag. Und den haben wir auch ganz oft wiederholt. Immer wenn wir irgendwas ganz Schreckliches gesehen haben oder selbst damals, wo wir He-Man-Figuren und so gesammelt haben oder egal was. Und irgendwas sah fürchterlich aus, dann haben wir immer gesagt so, unheimliche Szene hier. Guck mal. Natürlich, der auch noch Gewitter. Na, auf jeden Fall haben wir damals dann immer gesagt so, oh, sieht aus wie deine Ex-Freundin. Nun schon einige Jahre her, dass ich die Ruinen von Kandor ausgegraben habe. Das Buch ist in Menschenhaut gebunden und mit menschlichen Blut geschrieben. Auf den ersten Seiten wird vor diesen Dämonen gewarnt. Verfluchte Kreaturen, die zwar lange Zeit ruhen können, aber niemals richtig tot sind. Warum hört man sich sowas an? Aufzuwachen und sich der Lebenden zu bemächtigen. Warum hast du es ausgemacht, jetzt wo es interessant wurde? Ja, jetzt wo es interessant wurde. Ich will mir aber auch noch den Rest anhören. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Na. Unheimlich, immer wenn es eine andere Sprache auch ist, so irgendwelche Voodoo-Sprüche erwecken die Toten oder die Dämonen. Boah, da bin ich damals so hochgesprungen. Ah, ich weiß ja nicht. Du hörst da so ein unheimliches Tonband und dann auf einmal wupp. Typisch sauer, Mann ist eingeschlafen. Aber was hat er da in der Hand? Ah, ich liebe diese Aufnahmen. Zu nice. Ah.
Voll erwischt. Schlafende Beklauen, ne? Ja, schlafende Beklauen. Wenn du heute einer Frau sowas schenkst, dann denkt sie direkt, sag mal, glaubst du, ich bin kurzsichtig oder was? Oh, sieht das hübsch aus. Es gefällt mir wirklich. Oh, das Böse ist erwacht. Sie ist sowieso die Angearschte. Sie ist alleine da. Sie ist die Schwester. Hat keinen Partner. Ah, ist immer ätzend. Fünfte Rad am Wagen, immer scheiße. Wer würde da ernsthaft rausgehen, weil er ein Geräusch gehört hat, ohne den anderen Bescheid zu sagen? Nach all dem, was jetzt schon vorgefallen ist. Oh, hör mal, wie das brummt. Da wusste man schon so, oh, da ist man die ganze Zeit so gefesselt. Was kommt jetzt? Boah, so unheimlich. Für mich einer der spookigsten Szenen. Wir kriegen dich. Boah, unheimlich. Natürlich, die Baumszene. Erinnert einen aber auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob die einen oder anderen noch Mangas kennen, School of Darkness. Das ist hier tatsächlich bei VHS ein bisschen verloren gegangen, aber der Rest, imaginär, das ist schon übel. Vergewaltigt von einem Wald. Dieses Wegrennen, ne? Auch so spannend gedreht jetzt. Natürlich fällt man hin. So Gast geben im Wald barfuß. Niemals. Niemals. Komm, bist du gleich an der Hütte. Wie oft willst du noch hinfallen? Rekordhalter im Hinfallen. Und dann ist der Schlüssel da oben auch noch so scheiße verhakt. Fühlst dich, als ob du ein Skatkabel hinten am Video reinstecken willst. Jetzt. Da, diese Szene. Total hysterisch. Kann ich verdammt unheimlich für. Die Rettung in letzter Sekunde. Aus dem Wald jemand überfallen? Nein, es waren die Bäume selbst. Die Bäume leben, Ashley. Der ganze Wald lebt. Ich bringe sie nach hinten, damit sie sich ein bisschen hinlegen und beruhigen. Der würde ich so einen ballern, wenn mir sowas passiert wäre. Okay, das wäre schon eine böse Vorstellung. Aber wenn mir sowas passiert wäre und ich komme da, erzähle, was gerade passiert ist, ich lege sie mal drüben hin, dass sie sich ein bisschen beruhigt. So. Wie möglich von ihr fort. Absolut verständlich. Absolut verständlich. Weg da! Das weiß ich. Alles hält uns hier fest. Und dann springt er an. So eine gemeinsame Erleichterung. Wieso bleibst du hier stehen? Was ist denn los, Ashley? Wo willst du denn hin? Muss ich damals machen, das ist heute ein Insider. Wo willst du denn hin? Da habe ich Flora erstmal gar nicht geschnallt, was da jetzt los ist. Ah, das soll die Brücke sein. Ah. Ich hab's dir gesagt, Ashley. Rückwärts, wenn du dir Er ist total sprachlos. Habe ich damals so nachempfunden. Natürlich jetzt im Nachhinein immer noch. Da haben wir auch gedacht, so halt die Klappe jetzt, Axt. Nein, aber so nachempfunden. Wer will denn wieder in dieses Haus zurück? Und vor allem, wer hört sich diese scheiß Tonband weiter an? Glaube ich. Nein. Herz. Ja, Herz 7, du hast recht. Oh, Ashley, ich kann Karten erraten. Es ist ja wundervoll, Linda. Es ist eine 7. Pech gehabt. Wow. Pik Dame. Herz 4. Pik 8. Pik 2. Karo Bube. Treff Bube. Wow, guckt euch das an. In der VHS-Fassung. Ruhe gestört und aus diesem Schlaf erweckt. Keine Make-up-Tricks großartig zu sehen. Das war der Charme von VHS. Danach wäre ich über alle Berge. Ciao.
Diese gezupften Seiten sind so eklig. Haben wir auch bei Exorcist zum Beispiel. Spider-Gang. Wow. Ganz böse. Ganz böse. Autsch. Das ist so dämonisch. Das ist so fucking dämonisch. Und so böse. Guckt euch das mal an. Seht ihr jetzt, was ich meine? So mit dieser VHS-Qualität? Den Film muss man so gucken. Genau so. Scheiß Schrankfest. Oh, sehr gut. Gute Lösung. Und direkt. Wow. Ich auch böse. Boah, die Hand schön eingeklemmt. Bloß zu das Ding und nie wieder aufmachen. Oder? Ein bisschen Harrison Ford auch. Scott ist Harrison Ford geworden. Eine Mischung aus Harrison Ford und Patrick Swayze. So, danach, nach dem Ding, ohne Scheiße, ich wäre nie wieder ins Haus gegangen. Ja, ich schon, wie sie hochkam, so schnell und ja, gesagt haben, so, ja, willst du mich verarschen oder was? Und auf einmal einen Bleistift in der Hand gehabt und dann kommt so schnell hoch. Freunde, oh, hör auf, von diesem Film zu reden, hör von diesem Film zu reden. Man war froh, wenn man es verdrängt hat. Diese Ich-Perspektive, so böse. Ich doch nicht. Mach mal die Kette, lieber Strammer. Ihr müsst mal diese Augen sehen. Um Gottes Willen, was ist denn nur mit ihren Augen geschehen? Ja, jetzt auch eine ganz schlimme Szene. Guckt euch das mal an. So in diesem Licht jetzt. Oh, ist das böse. Guck mal. Oh. Die Frau im Keller, in der Kellerluke. Das Teil, was die ganze Zeit ging. Dann bist du irre. Das war's. Das war's. Die wird da drinnen nicht sein. Auch geil jetzt mit der Kamera. Hatte ich früher schon. Einmal da, er guckt nach da. Jetzt geht sie auf die andere Seite. Und er guckt in die Richtung. Hab ich geliebt. Heute ist Brumm an. Sally? Baut noch so eine extra Spannung auf wieder. Von der Raubkopie. Wahrscheinlich die 15. Kopie. Duschvorhang-Szene Nummer 2. Nichts. No! Ja. Und die zweite besessen. Und die da unten dreht völlig am Rad. Oh, war damals auch eine Szene, wo ich dachte so, what the fuck, was sehe ich da? Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich in diesem Feuer liegen geblieben und mein hübscher Körper verbrannt. Hübsch. Das ist überhaupt da so, natürlich, Schockstarre so, total, oh, und die da, dreht voller, ey, das war für mich früher der Albtraum, sowieso dieser Blick, es gab auch ein Poster damals, da war nur diese Kellerluke so gezeigt, Albtraum. Boah. Einmal so ein Dundee-Messer hier, boah, richtig Splatter früher, und der Kopf, die so, die Szene jetzt, ne? Boah, hatte ich so übel. Wie gesagt, noch nie gesehen früher sowas. Das war das erste Mal, dass ich mit sowas in Kontakt kam. Und ich war schockiert. Und mein Freund damals, mein bester Freund, der war danach krank zu Hause. Also der ist nicht zur Schule gekommen, weil er deswegen gekotzt hat. Müsst ihr euch mal vorstellen. Boah. Dieser dämonische Schrei, leichter Stallone-Blick. Das ist ja schon echt böse gewesen. Guckt euch das an. Boah, böse. Auch wenn da jetzt Milch oder was auch immer rauskommt. Ich fand das damals ultra schlimm. Das auf VHS sieht das so gut aus. Oh, dieses Brummen wieder, ne? Das hat immer so einen extra Spannungsbogen erzeugt. Oh, so richtig diese Schockstarre. Oh Gott. Schreibt doch zu, Mann. Oh, so böse sieht das aus. Und man beachte, die Uhr ist immer noch stehen geblieben. Oh. Böse Schienbein. Ah. Ja,
Das ist, was heute Leute für ein Gefühl haben, wenn sie in Terrifier 3 reingehen und sagen, sie haben Kotztüten gekriegt. Das war unser Terrifier 3 in den 80ern. Dieses Viech die ganze Zeit im Keller noch, ey. Ach, diese Aufnahme ist so böse einfach. Mit diesem leichten Licht, denn das Make, das sieht einfach so dämonisch aus. Habe ich ja schon mal gesagt. Oh, fand ich damals so unheimlich. Oh Gott. Da. Oh, sieht nicht gut aus. Oh Scheiße, das ist so creepy. Und glaub mir, das ist eine Vorlage von so vielen Horrorfilmen aus der heutigen Zeit. Das ist so scheiße unheimlich. Ja, schön in die Wunde rein. Flatsch, flatsch. Ich will nicht sterben. Du wirst mich doch hier nicht im Stich lassen, oder? Gibt es noch einen anderen Weg? Ja, es gibt einen Pfad. Also? Aber die Bäume, Ashley, der ganze Wald. Er lebt. Ist verrückt gemacht. Nicht zögern. Ich weiß, Freunde, sind auch hier das Make-up, ja, auf der VHS, geil, passt, super. Auf der Blu-ray oder 4K. Nein, die hätten wenigstens als Extra vielleicht diese Fassung aufballern müssen. Don't trust her, no. Das ist wie beim Exorzist. Ja, wie diese ganzen heutigen befallenen Filme. Das ist der Trick, er ist ein Lügner. Jetzt denkst du so, wow, ja komm, ihr seid wieder normal. Lass uns die Wanderfahrt gehen. Nein. Nein. Cheryl? Wow. War klar. Diese Dämon sich. Hör auf, Linda. Oh. Wir holen dich, denn du kannst uns nicht entkommen. Dieser Spruch war früher auch ein gängiger Spruch, wenn man jemanden gruseln wollte. Jetzt auch gleich eine Szene von der Einstellung. Super unheimlich. Creepy, wenn sie da im Lichtkegel ist. Die Szene jetzt. Guck mal. Oh, sieht das schlimm aus. Das sieht böse aus. Ganz böse. Erinnert ihr euch an Emily Rose? Wo sie da in ihrem Studentenzimmer, auf einmal musste ich immer an diese Szene denken. Dieser Gedanke. Du bist da alleine. Die Dämonen jagen dich. What the fuck? No. Wie ist die denn reingekommen? Irgendwie ein bisschen geil. Irgendwie ein bisschen. Guck mal, jetzt den Messerwechsel an. Fand ich damals sehr komisch. Warum? Aber kommt creepy. Ah, wieder der absolute Terror. Nur Jackie Chan hätte die Lösung, gleichzeitig mit Gegenständen alles hier zu lösen. Oh, böse Szene. Und immer diese Milch oder was auch immer es sein soll, ne? Boah, das, wie gesagt, Poderde ja meint. Die anderen sind auch scheiße creepy, aber die in dieser scheiß Kellerluke, Cheryl, Leute, das ist die Schlimmste. Ich bin gemein, ne? Oh, yes. Quasi der Vorläufer von Hostel. Das wird nix. Das wird nix. Too much feelings. Das wird nix. No. Das ist böse. Das ist böse. Ja.
Erinnert ihr euch noch am Anfang mit der Lupe? Augenspiel. Ja. Man könnte annehmen, alles was beerdigt ist, bleibt unter der Erde. Nicht in diesem Fall. Und warum sieht sie jetzt so verdammt fucking schlimm aus? Schlimmer als je zuvor. Dieses Kratzen am Bein fand ich so schlimm. Oh! Und so oft. Boom! Mach es doch direkt auf Phantom Kommando. Nimm dir den Baum. Und abwarten und richtigen Zeitpunkt nutzen. Boom! War der richtige Zeitpunkt. Ja, krasse Szene, oder? Ja, sie hat beim Akt komplett den Kopf verloren. Ey, dass die Tür auch so schwer aufgeht, ne? Da muss man eine Mutter oder so eine Unterlegscheibe drunter in diesen schönen Scharnieren und dann kann man da... Ja, das ist jetzt richtig beschissen. Aber er hat zumindest die Schrotflinte. Oh, oh. Das Sheriff. Komm schon. Oh, das war ein Volltreffer. Diese verflixte Tür, die hätte man vorfixen müssen. Harry sieht so scheiße schlimm aus. Ah. Dafür ist er ja ganz gut sauber gerade. Oh, geil, dieses ganze Stop-Motion. Mega. So, jetzt... Komplett out of control. Eine geniale Kameraeinstellung. Das ist jetzt reinster Terror. Reinster Terror. Mega Einstellung. Dichter, Schnitt, dichter, Schnitt, dichter. Wenn du nicht mal mehr dein Spiegelbild trauen kannst. Ja, aber klar. Oh. Oh. Böser Volltreffer. Was jetzt? Oh, Scott. Ah, ganz vergessen. Scott kriegt nicht Schrott. Ja, natürlich. Natürlich darf eine Augenquetscher-Spektakelszene nicht fehlen. Uah, ist das eklig. So ein Ast, der ihn da im Oberschenkel hängt. Das Buch der Toten. Sherry sieht so schlimm aus. Komm, ab ins Feuer mit dem Scheißbuch. Komm schon, hol dir das Buch. Oder lass es doch da, es brennt doch schon. Ja komm, er hat's. Und komm, ab ins Feuer damit. Ja, gute Idee. Also höre ich mich morgens inzwischen an. Ist nichts mehr mit hier 14, 15. Ah, auf die Stop-Motion, ne? So richtig Step-by-Step, Verfall. Ja, heutiger Standard sieht anders aus. Wissen wir. Ey, aber wir haben hier das Jahr 1981. Wow. Komm, hast ja nicht schon genug gelitten, geduscht, gebadet, in tausend komischen Körperflüssigkeiten. Also. Früher hat man immer gedacht so, oh nein, oh scheiße, Tracking-Probleme, das Band. Heute sagt man einfach Nostalgie. Na, guck mal, das Leben kann doch so schön sein. Ah, da war ja was. Oh, mal quer durch die Hütte. Guck mal, wie groß die ist. Ja, Ashley. So, meine lieben Freunde, ja. Das war der erste Teil von Tanz der Teufel in der VHS-Fassung.
Wie gesagt, ich liebe diese Nostalgie. Und klar, natürlich, ja, wenn wir die Blu-ray angucken, das Bild, der Ton, alles ist perfekt, gar keine Frage. So, ne? Wir haben hier ein schönes Booklet, wir haben hier sehr viele Seiten und dies und das, alles toll. Aber Leute, ich sage ganz ehrlich, ne? Das hier ist Gold. Das hat den Film in seiner Natürlichkeit gelassen. Die Blu-ray leider nicht. Und wir können natürlich auch noch den zweiten Teil gucken, denn wie ihr seht, haben wir hier draufstehen Teil 1 und Teil 2. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Natürlich habe ich auch Teil 2 hier. Gar keine Frage, bei den Blu-rays im schönen Steelbook, heute auch ab 16. Eine Schande. In Teil 2 ist sogar in der VHS-Fassung Englisch reingeschnitten. Ja, aber natürlich hier mit einem mega geilen Cover. Ihr seht schon, habt ihr ja schon mal vorgestellt. Teil 3 habe ich natürlich auch. Aber, Leute, welchen ich auch echt liebe, ja, und das ist ein neuerer Film, ist dieser hier, Evil Dead, die Extended Cut Version von 2013. Die ist auch genauso böse. Können wir uns eigentlich auch mal reinziehen. Und natürlich auch dazu gehörend Evil Dead Rise. Gar keine Frage. Auch das muss sein. Der dritte Teil, Armee der Finsternis, ist natürlich auch nice. Den habe ich sogar in Original-VHS. Aber für mich ist der erste Teil noch abgrundtief böse. Ja, genauso wie hier der Evil Dead 2013er. Und Evil Dead Rise natürlich auch. Aber für mich ist das halt einfach böse. Richtig böse. So, wir werden öfters jetzt so eine VHS-Tage oder Reactions hier machen. Und zwar, wir haben hier jede Menge VHS, die wir uns hier reinziehen können. Ja? Und ich denke, das sollten wir tun. Also, meine lieben Freunde, so viel dazu. Ich werde mal reinschreiben, wie ihr das empfunden habt. Hat es euch genauso gefallen? Achso, übrigens habe ich hier auch noch einen Freund hängen. Ja, der hängt hier so ein bisschen an der Tür ab, seht ihr? Jo. Hat Ninja Stern reingekriegt. Ist auch weg. Also, hier kann uns nichts passieren. Und wenn ihr auch wollt, dass wir mehr so eine Reactions machen, und von mir aus können wir das gerne machen, auch in diesem alten VSD, dann schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, obwohl ich sowieso machen werde, egal was ihr schreibt. Aber ich liebe halt einfach dieses nostalgische Feeling. So, ich bin raus. Das war's mit Tanz der Teufel, VHS-Edition. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Retro Lifestyle. Denn wir kriegen dich, wir holen dich. Dann kannst du uns nicht entkommen.